Seite nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Artyom! Was ist los? Artyom! Hey Leute! Mit Artyom stimmt was nicht! Artyom! 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 Mehr Riechsalz! Wach auf, Artyom! Wach auf! Gut, er kommt zu sich. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Artyom, bist du okay? Also, du hast uns echt erschreckt. Artyom, was war das? Kannst du aufstehen? Wir kommen an. Hier ist eine Luftschleuse. Gut. Anhalten. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Scheiße, ich wusste doch, dass alles zu glatt läuft. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Achtet auf eure Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Wladimir, such das erste Diagramm. Ullmann, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schalter um. Etwas 3A nach 2D. Ignorieren! Dinosaurus! Das hat uns gefunden, wie die Monster auf uns zutreibt! Artyom! An die Waffe! Was auch immer passiert, ich werde kämpfen sterben! Yeah!
Das Tor ist auf! Beeilung! Los, los! Scheiße, so nah! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, gestartet! Gib Stoff! Ach, Gott sei Dank! Oh, das war knapp. Wir haben es geschafft! Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 führt. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Na dann mal los. Los geht's. Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Los, los! Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Verdammt! Frei! Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Alles sauber! Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Irgendwie bin ich nicht so wild darauf, mich in den Geschichtsbüchern zu verewigen. Schaut euch das an. Hier hat jemand ein Skelett zurückgelassen. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Verderich. Wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Stellung halten! Ach, welch ein Sieg! Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's.
Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Wir werden es schaffen. Ein Glas Mondschein für jeden Nosalle. So viel vergeudeter Platz. So ein toller Ort, um Pilze zu züchten. Sterben! Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Mein Freund, warum? Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Es war ein Verlust nach dem anderen. Und der Tod eines jeden, der dabei half, meine Heimatstation zu verteidigen, war ein Nadelstich in meinem Herzen. Okay, vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay.